Salvete Spectatoris und damit herzlich willkommen zu Herr der Ringe, Krieg im Norden. Angriff! Ich habe noch nie. Jo! Wir sind in deren Falle reingelaufen. Mach richtig viel Schaden. Mach richtig schön Damage. So, kurz gucken. Okay, hier ist nichts mehr. Oh. Ich mach aus dir Sushi. Alter, 500. Pro ihr Schlag. Nicht 500 Schaden. Oh, die Spinnen sind keine Gefahr mehr. Die Waffen, die gehen so schnell kaputt. Also bei mir auf jeden Fall. Oh fuck. Ja, ich hab nicht geachtet. Danke, Tusse. Stirb, dickes Viech. Ich bin bald am Ende. Oh ja, ich bin ja gleich tot. Wir brauchen deine Hilfe, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Das war eine knappe Angelegenheit. Du hast meinen Dank. Geil, weil ich gestorben bin, habe ich jetzt ein Level abbekommen. Das ist was, weil ich wiederbelebt wurde. Ja, ich bin auch fertig. Komm. Einfach angreifen. Ich geh mal zurück und hol mir die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das wollen die Spinnen auch gar nicht. Dafür sind sie nicht so schlau. Ah, stimmt. Ich habe ein Level up. So. Money, immer gut. Aber Waffen sind nicht gut. Punkt abziehen. Ich find's witzig, wie du da mit deinem langen Säbel stehst und ich mit meiner Axt. Als müsstest du mich beschützen beim Holzhacken. Sieh mal, was von hinten kommt! Danke! Das ist meine neue Attacke. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, sie sah sehr stylisch aus. Aber auf den Zweck. Los, weiter! Ja, warte. Okay. Genau jetzt, wo ich mich kratze. Ich brauche mehr Zeit. Enttarnung wird den Feind nicht vor dem Zorn eines Waldes verschützen. Aber wir sind ja schon dran. So schnell können wir die Spinne jetzt aber nicht töten. Okay, die ist schon tot. Heil ihn doch. Hast du doch. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich halt nicht umsonst die dicke fette Spinne von ihm fern. Warum haben die Spinnen mal Münzen? Ich glaube, das ist eine echt gute Frage. Da ist eine Kugel. Oh, da geht's weiter. Jetzt lernt ihr einen Dunedain kennen! Das Ding ist, ich weiß ja jetzt auch nicht, was der Hauptweg ist und was der Nebenweg ist. Das werden wir herausfinden.
Das war der Nebenweg. Gut. Den wollte ich nämlich gehen. Ja, ich habe da nämlich so ein Schild gesehen, deswegen. Ja, das ich auch, deswegen. Ich habe eine Ahnung. War ich hier schon dran? Okay, war ich schon dran. Natürlich ist sie nicht besser als meine jetzige Armbrust. Dann gibt's ja. Pfe. Die Armbrust? Ja. Ah, hier ist was, lol. Ich darf nicht vergessen, das hätte ich übersehen. Dunedan zu danken, der dies hinterlassen hat. Für dich, aber nicht für mich. Oh mein Gott. Du siehst ja das Schwert, was ich jetzt hab, ne? Ja. Der hat lange. Ist jetzt sogar tödlich. Jetzt hast du ein Säbel. Jetzt bist du nicht mehr Ninja oder ist, Samurai, sondern ein bisschen... Da ist das exakt gleiche, nur jetzt ist der Hintergrund von dem Schwert so leuchtend und jetzt heißt es nicht mehr Immun-Duir-Kriegsschwert, jetzt heißt es tödliches Immun-Duir-Großschwert. Aber ich mach plus 28 tiefe Wundenschaden. Bin so schnittig. Ah, hier ist noch was. Das hab ich voll ein Schild vom einsamen Berg. Okay. Sonst haben wir alles. Komm. Diese Netze sind als Verteidigung gebaut. Wir nähern uns dem Bau der Spinne. Das ist gut. Können wir Spinnen bauen? Ah. Das Ding ist, ich habe ja gesagt, dass man das Spiel locker in 30 oder um die 30 Parts beenden kann. Wir sind, glaube ich, jetzt schon über die 40. Ah! So schön. Nice. Ach, oh, wir können nur nach Nordenbad zurückgehen. Ach ja. Ich bin immer gewohnt, eine Stadt mit B dort zu lesen. Und die Armbrust könnte besser sein. Das muss ich nachgucken. Okay, die Armbrust ist besser. Wenn auch nur leicht. Aber es heißt mehr Schaden. Mehr Schaden ist besser. Brauche ich nicht. Wo ist es? Kacke. Die Stiefel kann nur ein Lehrmeister. Ja, musst du sie geben. So, jetzt verkaufen. Oh, warte. Zuerst noch meinen Armbrust ausrüsten. Nicht, dass ich ausgerechnet die Armbrust verkaufe, die ich gerade gekauft habe. Mhm. Aber wäre ein bisschen blöd. Ja, nicht das erste Mal, dass ich was verkaufe, was ich schon gerade gekauft habe. Okay, ich habe gerade was verkauft, was ich getragen habe. Wow. Das schaffe auch nur ich. So, kaufen. Oh, ich habe keine Handschuhe mehr. So, meine Axt. Jetzt habe ich nur noch so einen kleinen Dolch. Niedlich. Dann kaufen dann nicht auch die beste Waffe trage. Okay. Gut, dann bin ich ausgerüstet. Soll ich nicht. Muss mal alles sortieren. Mein Armbrust sieht schick aus. So, kaufen. Irgendwas, was besser ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwas sehe, aber... Ah, das sieht cool aus. Ich habe mir jetzt ein Schild gekauft, weil er cool aussieht. Und sonst gibt's hier nichts. Nee, okay. Dann hole ich mir noch Heiltränke.
und Pfeile. Hast du auch Heiltränke geholt? Ja. Hab jetzt 18. Gut. Ich habe jetzt 23. Ja, so viele Mana-Tränke habe ich. Ich habe 31 Mana-Tränke. Ich benutze sie halt nie. Ja, ich benutze halt schon voll oft meine Super-Dinger und bei härteren Gegnern ist das schon hilfreich, ja, wenn man mehr Schaden macht. Ja. Okay. Die Spur führt da hinunter, ich bin ganz sicher. Nein, das ist eine Person, das ist keine Stadt. Er sagt, der Zauberer muss sterben. Hol ihn dir und verschlinge ihn, befiehlt er. Und das werde ich. Aber noch nicht. Noch nicht. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Lass ihn auf mein Vergnügen warten. Aber nur der Zauberer, das ist kaum eine Mahlzeit für jemanden wie mich. Aber vier, das ist ein Fest. Oh ja, geil. Ich hau dir deine Stoßzähne weg, du fette Schlampe. Holy shit. Wieso springt die weg? Ich hab gerade meine... Scheiße. Ich will mal was austesten. Oh. Alter! Ich habe nichts mehr. Der Adler hat keinen Schaden verrichtet. Warum ist sie fast down? Ja, fast down ist relativ. Scheiße, ach du Scheiße! Warum bin ich fast down? Oh, geh mal öfters da rein, da kann man gut Schaden machen. Nein, dreh dich doch nicht weg von der! Ah! Oh, aua. Das hat weh. Du kriegst gut Schaden, du. Ja. Ich auch. Ja. Auf die Beine, mein Freund. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, kümmer dich doch um. Ja, du musst sie hier. Gut. Ich weiß das zu schätzen, mein Freund. Die ist doch zu blöd für alles. Ja, das stört dich gerade. Sehr gut. Schwerer Schlag, ist richtig. Komm, komm. Ja, ich bin gleich wieder down. So Schlampe. Ah, Alter! Ich sag gleich down. Ja, Mann! Ich hoffe, du hast dich nicht verschluckt. Wollen wir ja nicht. Lasst ihn jetzt langsam ab. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Radagast, geht es dir gut? Oh, was für eine ausgesprochen unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft Fliegen gegenüber mehr Mitleid zeigen. Hier war eine mächtige Kraft am Werk und es ist offensichtlich, dass du ihr Ziel warst. Warum ist der Feind hinter dir her? Der Feind braucht niemals einen Grund, um zu töten und zu zerstören. Doch wenn ich raten sollte, warum sie ausgerechnet hinter mir her sind, würde ich sagen, es ist wegen meines Talents, schnell Nachrichten zu erfahren und zu überbringen. Was könnte bedeuten, dass sie planen, unsere Freunde hier anzugreifen? Die Beorninger und mein Volk in den Wäldern sind in Gefahr. Wir müssen sie warnen.
Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Wie ich schon sagte, ich habe ein Talent für derlei Dinge. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Freunde gewarnt werden. Letztendlich gehört sich das so unter Nachbarn. Ich hörte, dass es im Düsterwald viele Spinnen gibt. Doch so etwas habe ich nicht erwartet. Gibt es hier noch mehr von Ihrer Sorte? Das hoffe ich nicht. Das war die Spinnenkönigin Saenatra. Ich habe von meinen Freunden unter den Wesen des Waldes schon viele schreckliche Geschichten über sie gehört. Doch hatte ich bisher nie das Pech, ihr zu begegnen. Ich bin ziemlich überrascht, sie hier zu finden. Nach allem, was man hört, hatte sie ihren Bau in den felsigen Bergen nahe Dol Guldur, weit im Süden. Dol Guldur, diesen Namen habe ich in geflüsterten Sagen gehört. Nach allem, was man weiß, ist es ein Ort des Grauens. Was kannst du mir von ihm berichten? Es ist ein schrecklicher Ort. Eine Festung auf einem kahlen Hügel im Süden des Waldes. In alten Zeiten lebte dort der dunkle Herrscher persönlich. Er wurde dort vor einigen Jahren verjagt, doch es scheint, als sei das Böse wieder nach Dol Guldur zurückgekehrt. Mir wurde gesagt, dass üble Kreaturen vieler Art sich dort versammeln. Roskubel, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nahe an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. Also kam ich hierher. Ich habe einige solcher Zufluchtsorte. Man kann nie genug vorbereitet sein, wenn man im Düsterwald lebt. Aber kenne ich euch? Nein, Radagast, aber du kennst mich. Ha, junger Beleram, es ist eine Freude, dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Elben, Zwerge und Menschen nicht häufig Hand in Hand. Vor allem nicht im Düsterwald. Und nun kommt noch ein Adler dazu. Dies entpuppt sich langsam wirklich zu einem recht außergewöhnlichen Tag, wenn man alles zusammennimmt. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben eine Mission und kommen, dich um Hilfe zu bitten. Wir suchen den Drachen Urgost, der in den grauen Bergen lebt. Und wir haben keine Zeit für eine lange Suche. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Ihr wollt einen Drachen finden? Oh, meine Lieben, ist das wirklich weise? Ja, ob das wirklich weise ist, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Bei Herr der Ringe, Krieg im Norden. Schaut rein. Sag tschüss. Tschüss. Salvete Spectatores, wir haben ein bisschen von Skyrim gelernt. Wir wollen nämlich jetzt Drachen jagen. Mit Farin Beck. Posroda. Weise oder nicht, es ist unsere Mission. Weißt du, wo wir Urgost finden können? Nun, er ist ein Drache. Also würde ich sagen, im grauen Gebirge? Ich... Ja, das sagten wir ja bereits. Doch weißt du, wo im grauen Gebirge? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrlich. Was? Dann haben wir nur den Wind gejagt? Sozusagen. Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo Urgost lebt, aber ich könnte es vielleicht herausfinden. Doch ich bräuchte dafür meinen Stab. Und es scheint, als hätte ich ihn irgendwo verlegt. Wir haben deinen Stab gefunden. Hier ist er. Ich wusste, du würdest ihn brauchen, sobald wir dich getroffen haben. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau? Und auf deine eigene Weise gerissen wie ein Fuchs, wie ich sehe. Ich bin dir dankbar. Dann schauen wir mal, was wir herausfinden können, oder? Meine Freunde könnten das eine oder andere wissen. Was ein komischer Vogel. Kinder weg! Sind in Alfred Hitchcocks die Vögel! Immer noch Vögel im Kopf. Hast du Neuigkeiten für mich, Kleiner? Ich verstehe, ja. Ich nicht. Oh ja, wirklich. Du bist sehr mutig. Gut gemacht, mein Freund.
Da hast du es. Was? Könntest du das vielleicht erklären für diejenigen unter uns, die nicht die Sprache der Schwalben sprechen? Also alle? Oh, das tust du nicht. Nein. Das ist wirklich schade. Diese kleine Kerle haben immer etwas Nettes zu sagen. Na, was hatte der denn zu sagen? Recht viel sogar. Hier, ich zeige es dir. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt, Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Drache. So mächtig du auch bist, du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst. Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Wo ist der Zwerg? Ja, ist hier. Ah, da hinten. Hab ich schon gefunden. Ja, mich hat's gerade während der Cutscene rausgeschmissen. Wegen der Cutscene? Guck mal. Oh. Oh. Fängt schon wieder an. Wenn ich nur wüsste, woran das liegen würde. Wäre toll. Könnte man dagegen arbeiten? Ich rede so lange mit Belaram. Oh. Die kleine Schwalbe hat mir verraten, wo Urgost seinen Unterschlupf hat. Ich kann uns dorthin führen, sobald ihr bereit seid aufzubrechen. Oh, immer noch hier? Ich dachte, ihr wärt fort, um einen Drachen zu finden. Hier war eine mächtige Kraft am Werk und es ist offensichtlich, dass du ihr Ziel warst. Warum ist der Feind hinter dir her? Der Feind braucht niemals einen Grund, um zu töten und zu zerstören. Doch wenn ich raten sollte, warum sie ausgerechnet hinter mir her sind, würde ich sagen, es ist wegen meines Talents. Ich hörte, dass es im Düsterwald viele Das hoffe ich nicht. Ich bin ziemlich überrascht, sie hier zu finden. Nach allem, was... Kannst du mir irgendwas über diese Kreatur sagen, die wir suchen? Der Drache? Ich glaube, ihr werdet feststellen, dass Drachen drei Dinge im Überfluss haben. Kraft, Gerissenheit und Gier. Ihr werdet gut beraten, Urgost in diesen Dingen nicht zu unterschätzen. Ich wünschte wirklich, ihr würdet nicht hinter diesem Drachen herjagen. Ihr scheint so nette Leute zu sein. Dieser Wald ist immer noch voller Feinde. Bist du sicher, dass du alleine zu einem sicheren Ort durchkommst? Macht euch deswegen keine Sorgen. Ich lebe seit einer sehr langen Zeit im Düsterwald. Noch einmal lasse ich mich nicht überrumpeln. Wohin wirst du von hier gehen, Radagast? Vielleicht besuche ich meine Freunde bei den Waldelben. Oder ich könnte auch bei einigen Leuten vorbeischauen, die ich bei den Beorningern kenne. Es gibt sogar eine nette Dachsfamilie, die mich vielleicht aufnehmen würde. Ich muss ein wenig darüber nachdenken. Verzeihung, sagtest du... Dachse? Ja, in der Tat. Ich weiß, was ihr denkt. Wie kann man mit einer Bande mürrischer alter Dachse zurechtkommen? Es stimmt schon, sie sind nicht so liebenswert wie Füchse. Aber sie sind wirklich recht umgänglich, wenn man sie besser kennenlernt. Ich nehme dich beim Wort. Viel Glück, wo immer du hingehst. Okay. Vorhin hat ein Level bekommen. Sehr gut. Hast du jetzt krass das Spiel neu gestartet? Nee. Okay. Ja. Vielleicht schneide ich das auch einfach
noch an dem letzten Part dran. Da würde ich aber sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bei Herr der Ringe, Krieg im Norden. Diesmal wirklich. Bis dann. Tschüss.